Die Bilder, die der folgende Beitrag aus Bulgarien Ihnen, verehrte Zuschauer, nun zumutet, diese Bilder zeigen keine Scheinwelt, sondern einen Ausschnitt aus der sozialen Wirklichkeit in einem armen Land. Dem Staat Bulgarien fehlen die Mittel, um seine Aufgaben wahrzunehmen. Er muss sparen und er spart am meisten bei den Schwachen, bei den Armen, den Alten und den Kranken. Unsere Mitarbeiterin Inge Bell hat schockierende Verhältnisse in den Heimen für geistig behinderte Frauen beobachtet. Nach 7 Stunden Fahrt quer durch ganz Bulgarien sind wir endlich da. Unmittelbar vor der türkischen Grenze liegt Marko Sharkovo. Die ehemaligen Arbeiterbaracken dienen seit Jahrzehnten als Heim für geistig behinderte Frauen. Die meisten Frauen kommen schon als Mädchen hierher, abgeschoben aus Kinder- oder Waisenheimen, wenn sie gerade 18 geworden sind. Hier werden sie alt, hier sterben sie. Und man stirbt jung hier. Das Durchschnittsalter liegt irgendwo zwischen 25 und 30 Jahren. Manche Frauen sehen aus wie 60, sind aber meist keine 40. Sie sehen aus wie Männer und sind doch Mädchen. Nicht alle sind behindert, manche sind nur verwahrlost. Aber sie kommen hier nie wieder raus, denn sie leben unter der Diagnose Idiotie, Schizophrenie, Epilepsie. Und das gilt in Bulgarien als unheilbar. Ärzte gibt es hier nicht, dafür aber ab und zu Psychopharmaka für die schweren Fälle. Schwestern wie Maria verwalten die armselige Apotheke. Sie sind meist keine Profis, sondern nur Frauen aus der Umgebung. Aber sie wundern sich, wer hier so alles ins Heim gesperrt wird. Wir haben einige Kranke hier, die sind eigentlich nicht krank, sondern nur Spätentwickler oder verwahrlost. Sie wurden von klein auf einfach nur vernachlässigt. Sie kommen aus Waisenheimen oder sind uneheliche Kinder, von denen sich die Eltern offiziell losgesagt haben. Meist wurden sie immerzu von Heim zu Heim weitergereicht. Das hier ist ihre letzte Station. Maria ist eigentlich Rentnerin, doch ohne den Zusatzverdienst im Frauenheim könnte sie nicht leben. Dass hier schwere und leichte Fälle zusammengepfercht sind, findet sie zwar komisch, aber praktisch. Denn die Gesünderen helfen mit, wie zum Beispiel Lilly im blauen Skianzug. Sie ist ein Waisenkind, kennt hier alle und sorgt für Ordnung. Nicht nur als Assistentin bei der Pillenverteilung. Jetzt schau mal, wie dein Blüschen aussieht, ruft Lilly, als die Spastikerin Mariana herbeikriecht. Für Lilly ist Mariana wie eine jüngere Schwester. Die beiden sind eine kleine Familie. Man muss sich kümmern um Behinderte. Man muss ihnen zu essen geben, sie lieb haben, mit ihnen spielen, weil sie das selbst nicht können. Ich gebe meinem Marianchen Bücher zum Anschauen, spiele Ball mit ihr. Wir haben nämlich einen Ball geschenkt gekriegt. Und so sitzen wir dann zusammen und schubsen mit den Händen den Ball hin und her. Die Fenster des Aufenthaltsraums hat der alte Direktor bei seiner Entlassung mitgenommen und in seinen Kuhstall eingebaut. Die neue Direktion versucht nun, seit Monaten zumindest elementarste Bedürfnisse zu befriedigen. Von der Sozialhilfe, die die Patientinnen bekommen, wird nahrhaftes Essen gekauft. Lilly hat sich für uns ihre schönsten Sachen angezogen. Wie immer sorgt sie dafür, dass es an ihrem Tisch und dem ihrer taubstummen Nachbarn halbwegs zivilisiert zugeht. Draußen in der Gartenlaube werden unterdessen die schwereren Fälle abgefertigt. Die Frauen wollen partout nicht in den Speisesaal kommen, also kommt das Essen zu ihnen. Nach dem Mittagessen zeigen uns Lilly und Freundin Margarita ihr Zimmer. Hier wohnen 3, die mit der Diagnose Verwahrlosung abgeschoben wurden. Und Lillys Schützling Mariana. Sie ist Epileptikerin und Spastikerin. Wenn man mich adoptiert, gut. Wenn nicht, dann bleibe ich hier und passe auf mein Marianchen auf. Sie ist ja schließlich behindert, da muss ich für sie sorgen. Denn wer tut das sonst? Wir schauen Zeitungen an und ich versuche, ihr Buchstaben beizubringen. Wir spielen zusammen, wir haben ja unseren Ball. Und das ist die einzige Bewegungstherapie, die Mariana bislang erhält. Das Heim von Marko Sharkovo ist eines von rund 230 Sozialheimen in Bulgarien. Szenenwechsel.
Bulgariens Hauptstadt Sofia. 10 Jahre nach der Wende lautet das Credo Marktwirtschaft und EU-Beitritt. Für soziale Probleme ist kaum Geld da. Dass in den hintersten Winkeln Bulgariens psychisch Kranke und Waisen relativ willkürlich zusammengewürfelt werden, weiß man im Sozialministerium, ist aber hilflos. Wenn in einem Heim ausschließlich schwere Fälle untergebracht sind, also Menschen, die nicht wissen, wer sie sind, dann ist das Personal natürlich, viel demotivierter, als wenn Insassen da sind, mit denen man sich verständigen kann. Das Personal behandelt die Menschen dann wie Tiere. Also sind ganz bewusst auch leichte Fälle in solchen Heimen, damit sich das Personal sozialer benimmt. Die Arbeit mit geistig Behinderten wird in Bulgarien weder durch Geld noch durch Anerkennung belohnt. Kein Wunder also, dass es in den Heimen regelmäßig zu Machtmissbrauch kommt. Auch in Malko-Scharkovo regierte ein korrupter Direktor, der sich kräftig selbst bereicherte. Seine beiden Nachfolger sind fassungslos. Wir entdecken in den Pässen der Patientinnen seltsame Stempel. Der Ex-Direktor hat seine Schützlinge an der Privatisierung teilnehmen lassen und die geldwerten Gutscheine für sich behalten. Das Personal und auch Patientinnen haben sich bei mir über den ehemaligen Direktor beschwert. Er hat einige Kranke gezwungen, für ihn zu arbeiten, in seinen Ställen oder beim Hausbau. Das ist natürlich verboten. Die beiden neuen Verantwortlichen sollen nun den Missbrauch beenden. Der Ex-Direktor hat mit Hilfe der Pässe seinem Freund, dem kommunistischen Bürgermeister, Stimmen bei der Wahl zugeschanzt. Und er hat am Heim gespart, wo es nur ging. Das wühlt mich wirklich auf, dass an diesen armen Kreaturen verdient wurde. Ich kann oft nicht schlafen. Es ist so traurig. Es bedrückt mich sehr, denn ich bin noch nicht daran gewöhnt, Menschen in einem solchen Zustand zu sehen. Es wird mittlerweile auch schon angepackt. Das Gebäude für den Öltank ist fast fertig. Endlich bekommt das Heim eine Heizung. Doch das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Denn hier wird nach wie vor der Mangel verwaltet. Wären es nur die fehlenden Waschmaschinen oder Löcher in den Decken, dem könnte man abhelfen. Aber es ist das Konzept, das nicht stimmt. Kranke und einfach nur abgeschobene Menschen werden zusammen ohne Therapie verwahrt. Mariana und ihre Freundin Lilly kennen es nicht anders. Dass das Heim ihre Endstation ist, ist ihnen zum Glück nicht bewusst. Ein korrupter Direktor bereichert sich auf Kosten der Ärmsten, die sich nicht einmal wehren können. Aber neben den Schurken stehen die Helden, jene, die selbstlos helfen und jede Zumutung ertragen, um menschlichen Beistand zu leisten.